Moin Leute und willkommen zu Dota Underlords mit mir, Satechlon, und einem kleinen, mini, kurzen, ja, Informationsvideo zu dem großen Update von Dota Underlords. Dota Underlords ist ja so ein Game, was bei mir jetzt schon etwas länger nicht mehr kam. Das hatte zwei Gründe. Einmal, weil die Worlds von League of Legends aktuell laufen und sich da TFT einfach besser anbietet. Und zweitens, auch in-game wurde hier das große Update immer mehr geteasert und ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, bis es auch wirklich kommt. Während den Teaser konnte man so ein bisschen einen Einblick werfen in dem, was kommt. Deswegen kann ich euch das Ganze jetzt ein bisschen zusammenfassen, auch was alles Neues. Ich werde euch jetzt kein Gameplay zeigen, sondern euch wirklich einfach nur zusammenfassen, was dieses große Update für Dota Underlords einfach gebracht hat. Und ja, Gameplay können wir dann gerne im Stream machen, also entweder heute Abend, also am Mittwoch, wo das Video rausgekommen ist, oder halt zu den üblichen Streamtagen am Wochenende, Samstag, Sonntag. Und da zocken wir einfach ein paar Runden Dota Underlords, dann seht ihr auch, wie das Ganze sich in-game verhält. Jetzt zeige ich euch erstmal nur so das, was sich überhaupt geändert hat. So, als erstes das Offensichtliche hier rechts. Das sind die Underlords. Es sind zwei Stück, einmal in Nexus und Hopkin. Diese haben Fähigkeiten und sind sozusagen so eine Bonuseinheit auf dem Schlachtfeld. Ja, also ihr kennt es vielleicht von TFT, diese kleinen Mini- Beschwörer, Leute, die man steuern kann und übers Schlachtfeld schickt. Ja? So ähnlich sind die auch, bloß kann man sie nicht übers Schlachtfeld so jagen und einfach durch die Gegend rennen, sondern sie sind halt wirklich fester Bestandteil eurer Aufstellung. So, und sie haben auch Fähigkeiten. Ja? Also es wird erst Fähigkeit 1 freigeschaltet, dann Fähigkeit 2, Fähigkeit 3 und so weiter. Das alles nach einer Zeit, deswegen sind diese Fähigkeiten, man kann sozusagen übertragen, von der Stufe hier, also werden die immer stärker. Also das heißt, diese letzte Fähigkeit ist auch wirklich die stärkste Fähigkeit, die der Underlord hat. Ja, dasselbe gilt natürlich auch für ihn. Man kann eigentlich sagen, dass diese letzte Fähigkeit sozusagen eine Winning Condition ist. So, wenn Hopkin beispielsweise seinen Bombenteppich durchkriegt, dann hast du eigentlich schon gewonnen. So, dasselbe gilt für Nexus, die, wenn sie ihren dämonischen Golem beschwört, ja, dann guckt der Gegner erstmal doof aus der Wäsche. Das liegt vor allem daran, dass diese Fähigkeiten halt freigeschalten werden, also beziehungsweise, dass diese letzte Fähigkeit schon freigeschaltet ist, wenn gefühlt das Schlachtfeld schon, oder beziehungsweise die Aufstellung schon sich gegenseitig schon gut abgemetzelt haben. Deswegen kann man schon sagen, das sind so richtige Winning Conditions. So, man kann diese Fähigkeiten dann auch im Laufe der Runde zu den neutralen Runden, also zu der Golem-Runde, zu der Bärenrunde, zu der Wolfsrunde, zu der Vogelrunde und so weiter, kann man die dann auch aufleveln. Man bekommt dann also so ein paar Vorschläge, was man aufleveln möchte. Also dadurch verbessern sich einfach ein paar dieser Fähigkeiten. Und dann fängt es richtig an, Aua zu machen für den Gegner. Oder halt bringt es auch Buffs für die eigene Aufstellung. Nexus macht eher so ein bisschen Buffs für die eigene Aufstellung. Hopkin so ein bisschen Debuffs für die gegnerische. Wobei sich da beide nichts nehmen. Also beide machen Damage am Gegner und buffen so die eigenen Leute. Man kann dann natürlich auch diese Underlords hier ein bisschen, ja, exzessiver spielen und dann bestimmte Sachen hier nochmal freischalten. Also beispielsweise hier so ein paar Talente freischalten. Und das macht es dann echt interessant. Ja, das ist dann auch so ein, ja, so ein nice to have. So. Und vor allem, sie versperren keinen Platz für irgendwelche anderen Einheiten. Also es ist jetzt nicht wirklich die 11. Einheit oder so, sondern man startet wirklich mit dem auf dem Spielbrett sozusagen. Und dann ist es das ganze normale Dota Underlords, wie wir es kennen. Ja, und deswegen spielt man so auch so ein bisschen um sie herum, muss man aber nicht. Und vor allem, ja, erfüllen sie keine Fraktionen oder haben keine Vorteile durch irgendwelche bestimmten Fraktionen. Es kommt wirklich noch drauf an, was man an Einheiten bzw. was man an Aufstellung aufstellt. Das ist wirklich nochmal viel wichtiger, als ob man jetzt Nexus oder Hopkin nimmt. Da gibt es jetzt kein Best Case, aber man muss schon wissen, was sie kann, man muss schon wissen, was er kann. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Jetzt kommen wir zu dem zweiten großen Teil. Ja, also diese Underlords sind wirklich so ein komplett neu sozusagen. Also das gab es ja vorher nicht. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der wirklich viel ist, aber halt relativ einfach zu verstehen, und zwar neue Fraktion, neue Helden. Und zwar kann man die auch hier im Regelbuch nachgucken, man kann ja auch allgemein alles nochmal nachlesen, ja. Selbst den Glossar kann man hier nachlesen, ja, also, das ist schon nicht schlecht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den neuen Allianzen.
Die Barbaren-Allianz ist eine ganz coole, tankige Allianz, die immer versucht, die gegnerische Fraktion mit einem Effekt zu belegen, der diesenjenigen dann halt einfach schwächt und ein bisschen debufft. So, und die Barbaren greifen dann bevorzugt die Leute an, die vor diesem Effekt noch nicht betroffen sind. Champion ist eigentlich nur für eine Person, also für die da oben da, die neue. Und das ist ein sehr, sehr guter Bonus. Aber wenn wir zu den neuen Helden kommen, dann erkläre ich auch, warum das überhaupt Sinn macht. Dann haben wir hier die Heiler. Muss ich sagen, finde ich eine starke Fraktion. Vor allem, weil sie heilt erstens. Das ist immer eigentlich gut. Und sie ist aber in dem Fall gebalanced, dass es halt Leute sind, die nicht wirklich tanky sind. Also es sind schon so eine Art Backliner, die dann einfach heilen. Das ist schon nicht schlecht, ist gut gelöst. Ja, Insekt, das ist, man sieht es schon, es ist auf Englisch. Es ist noch nicht alles fertig scheinbar. Und die Insekten, wenn man das voll kriegt, kommen die so irgendwie, so stand es auf jeden Fall in den Ankündigungs-Patch-Notes und auch übersetzt hier auf Deutsch, dass sie irgendwie vom Rand des Spielfeldes kommen und dass die anderen Einheiten einfach mehr Damage machen. Also es ist halt ein bisschen, also ich finde es persönlich eine Fraktion, die ich noch ein bisschen weird finde. Ich habe sie auch noch nicht voll bekommen in meinen Testrunden. Deswegen kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Vielleicht wird es auch nochmal geändert. Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber es ist mal was anderes. So, die anderen ganzen Fraktionen sind wie gehabt. Dadurch, dass es aber neue Helden gibt, beziehungsweise auch neue Fraktionen, wurde ein bisschen getauscht, aber auch zwischen den Einheiten, die es schon längst gibt. Beispielsweise der Menschenjäger, eigentlich ein bekannter Held, so, weil er schon seit Anfang an da ist, der ist jetzt mittlerweile tödlich und blutgebunden. Ich glaube, am Anfang war der Mensch und Assassine, dann wurde der Mensch, Assassine und tödlich, jetzt ist er tödlich und blutgebunden. Also, als Beispiel. Ne? Kommen wir mal zu den neuen Helden. Das fängt auf Stufe 1 an. Da gibt es auch schon neue Sachen. Einmal den Nyx-Assassin, der seinen Effekt einmal so durchsetzt, dass allen Damage, den er reinbekommt, auch nach außen wiedergibt. Also so eine Art Dornpanzer. Braucht eigentlich nicht mehr das Item Dornpanzer, also beispielsweise hier. Wo ist es denn? Da, der Klingenpanzer heißt es hier. Dornpanzer ist in Dota Underlords. Das ist praktisch sein Effekt. So. Der Schattendämon ist ein Dämon für die Herzlos-Fraktion. Denn es gibt jetzt mittlerweile viel, viel mehr Leute für die Menschenfraktion. Es gibt auch kein Item mehr, was die Menschen zu herzlos macht. Da die Menschen mittlerweile eine Fraktion sind, die man echt wieder ernst nehmen muss. Das war ja sehr, sehr lange Zeit nicht so. Und somit hat Herzlos jetzt einen Dämon. Und ein sehr interessanter Dämon, der einen Gegner praktisch einfach aus dem Spiel sozusagen rausnimmt, indem er den einfach komplett debufft und alle seine positiven Passiveffekte einfach ignoriert. Oder beziehungsweise einfach wegnimmt. Ja, also derjenige, der gerade von ihm gefokust wird durch seine Fähigkeit, hat einfach keine passiven, positiven Effekte mehr. Das ist einfach so gut. Auf Stufe 2 geht es dann weiter mit Dazzle. Ich hatte den schon mal in der Aufstellung und ich muss sagen, er ist aber wirklich nichts anderes als ein Heiler. Also er gehört ja auch zu der Fraktion Heiler. Macht noch ein bisschen treuvoll, das macht ihn wirklich wertvoll. Hat so einen ähnlichen Effekt wie den Hexendoktor, also so einen bautzenden Ball sozusagen, kann ich mal sagen, der einmal durch alle Einheiten gefühlt durchgeht. Und ja, gegnerische Einheiten kriegen Schaden, eigene werden geheilt. Klingt jetzt erstmal gut, aber ich muss sagen, so wirklich umgesetzt ist es so ein Effekt, der so nice to have ist, aber er ist eher durch seine Heiler- bzw. Troll-Fraktion ist er eher attraktiv. Dann haben wir hier den Magnus, einen sehr interessanten Tank. Denn er ist ein Tank, der Schamane ist und das ist schon mal generell nichts Schlechtes. Er gehört auch zu dieser neuen Barbaren-Fraktion und dadurch, dass er halt wie gesagt ein Tank ist, lässt er sich vor allem sehr gut mit Axt kombinieren, der mittlerweile stämmig und Barbar ist. Also der Kriegerbonus ist auf Axt nicht mehr da. Also wenn man die beiden schon in der Frontline hat, dann hat man sowohl den ersten Barbaren-Bonus, als auch zwei sehr solide Tanks. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ändert so ein bisschen den Tank-Bild bei vielen Fraktionen. Oder allgemein. Ne? Dann haben wir hier den Weber. Er ist sozusagen der Pike in Dota Underlords. Also TFT-Pike. Ja? Macht ja also hier genau dasselbe. Er wird unsichtbar.
geht in so eine straighte Linie einmal durch die Einheiten durch und alle Einheiten, die er dabei berührt, bekommen Schaden. Also wie gesagt, es ist genau wie Pike in TFT. Und gehört, wie gesagt, zur Insektenfraktion, ist neu und macht auch noch ein bisschen Jäger voll. Bei Jäger finde ich das sehr interessant, weil Jäger haben jetzt noch einen anderen Effekt bekommen, also ähnlich wie in TFT, dass sie halt schneller angreifen, Angriffstempo haben. Finde ich für ihn interessant, weil ich tatsächlich ihn noch nicht gesehen habe. Ich habe ihn selber auch noch nicht im Feld gehabt. Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu sagen, ist, ob er gut ist oder nicht. Ja, auf Stufe 3 geht es dann weiter mit Io. Io ist sozusagen Yuumi. Ja, Yuumi gibt es in TFT nicht, sondern in League of Legends, aber hier ist es praktisch schon mit drin. Also Io ist einfach eine Einheit, die sich an eine andere verbündete Einheit praktisch klammert, ja, so richtiges Gruppenkuscheln, aber zu zweit. Und den einfach nur noch verstärkt. Ja, und ich meine auch durch einen passiven oder durch einen aktiven Effekt macht er auch noch Gegnern Schaden, aber das ist jetzt nicht so das Wilde, es macht eigentlich nur noch die Einheit, wo es sich dran bindet, extrem effektiv. Und das kann gut sein, aber gerade mit der Fraktion Elementar und Druide muss man mal schauen, inwieweit das sinnvoll ist. Ich habe so ein paar Ideen, was das angeht, also beispielsweise der Plasmawächter oder sowas, stelle ich mir gut vor, wenn er mit Io verbunden ist. Aber mal schauen, wie sich das noch umsetzen lässt. Ich hatte Io bisher nur auf dem Gegnerfeld gehabt und da hat er sich mit irgendwie wem ganz anders verbunden. Ich weiß es nicht mehr, wer das war. Es war nicht so effektiv. So, der Lebensräuber war in den Teasern von Dota Underlords in-game zu der Barbaren-Fraktion neu und war da noch eine Stufe 1-Einheit. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal den Effekt und der Effekt war zu diesem Teaser genauso schon. Also der Lebensräuber macht Angriffe, die dem Gegner Schaden zufügen und ihn persönlich heilen. Das war zu dem Teaser, glaube ich, was noch anders. Er hat umso mehr Schaden gemacht, desto mehr Leben der Gegner hatte. Nichtsdestotrotz stelle ich ihn mir als sehr effektiven Tankschredderer vor, der sehr schwer tot zu machen ist. Vor allem, da er ja diesen Barbareneffekt hat, ja, stunt er nochmal, oder beziehungsweise schwächt er ja nochmal seine Opfer und Leute, die halt viel Leben haben, und da gibt es ja ein paar, da heilt er sich dann noch. Also das ist so interessant, ob der für Stufe 3 so passt, ob der noch ja, Stufe 4 wird oder so. Mal schauen. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen und auch nicht selber eingesetzt, aber für mich persönlich klingt er echt gut. Ja, wie gesagt, herzlos und Baba, da kann man mal ein bisschen gucken, wo sich das wirklich effektiv einbauen lässt. So von den Fraktionen her, beides eher so ein bisschen, also die Kombination aus beiden ist ein bisschen merkwürdig, aber mal gucken. So, als letztes hier in Stufe 3 haben wir die Legionskommandantin. Oh ja, sie ist die einzige, die den Champion-Bonus hat, also praktisch wie der Blitzcrank in TFT, ja, mit seinen Roboter, also da ist hier auch einfach die einzige, die das hat. Die bekommt einfach alle Allianz-Boni, das ist nett, ja, ist cool. Das Wichtigste ist aber eigentlich ihr Effekt. Beziehungsweise sie hat zwei Effekte. Der zweite ist so relativ neu. Der kommt, wenn ja, eine Drachenallianz voll gemacht wurde. Dann heilt sie sich, ja, wenn sie ein Duell gemacht hat. Und das ist eher so das Interessante. Und zwar kann sie ein Duell ausrufen. Ja. Sie springt auf den Gegner rauf sozusagen und fordert ihn zum Duell aus. Und wer auch immer da siegreich rausgeht, bekommt halt Buffs. Das Ganze steht hier nochmal genauer. Und wie gesagt, finde ich sehr interessant. Übersicht gibt es nicht. Ah doch, egal. Auf jeden Fall finde ich sehr cool. Macht die Menschenfraktion um einiges effektiver. Einfach, weil sie so einen Gegner so ein bisschen rausnehmen kann. Wenn man ihr die richtigen Items gibt, einfach so ein bisschen mehr Damage gibt oder einfach so ein bisschen mehr allgemein Durchhaltevermögen gibt, dann ist sie doch, denke ich, echt gut. Genau, Stufe 4, also die letzte Fraktion, die letzte Normaleinheitenliste sozusagen. Da haben wir hier einmal den Borstenrücken, den ich leider auch noch nicht testen konnte. Der stämmig und wild ist, finde ich sehr, sehr interessant, weil stämmig, okay, cool, kann man machen. Das hat ja der Stoßzahn mal erfüllt vor langer Zeit. Ist, macht er sogar, nee, macht er nicht. Nee, er war nicht stämmig. Er war nur gut für die stämmig Fraktion, weil er halt Krieger war. Und ja, Borstenrücken macht einen sehr interessanten Effekt. Er macht so eine Art Stachelexplosion.
Und die Gegner, die davon getroffen werden, kriegen umso mehr Damage, umso öfter sie schon von diesem Effekt getroffen wurden. Da das so eine Art AOE-Effekt ist, stelle ich mir das so ein bisschen sehr stark vor. Wie das Ganze sich aber, wie gesagt, umsetzt im wirklichen Gameplay, kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich habe jetzt zwei Testrunden gehabt, einmal mit Hopkin, einmal mit Nexus, also die beiden Underlords. Und ja, da hat man halt nur eine begrenzte Auswahl bei so vielen Helden. Ja, gut, jetzt haben wir als nächstes die Brutmutter. Die ist auch neu gekommen für die Insekten und macht auch die Hexenmeister voll. Finde ich interessant. Aber die Brutmutter selbst ist so ein, ja, kann gut sein Held. Dadurch, dass sie halt ihr Effekt ist, dass sie so eine Art Spinnennetz über den Gegner macht und den halt slowt in allem. Das kann gut sein. Wenn es beispielsweise so Slark ist oder so. Das kann aber auch übelst bad sein, wenn sie einfach einen Tank, beispielsweise Axt. Ja, Axt ist ein doofes Beispiel, aber eigentlich auch, ja. Also Axt ist ja so praktisch der Vorzeigetank, ja. Wenn sie den slowt, das interessiert Axt nicht. Der hat Leben genug. So, dann prügeln die Leute halt auf ihn rauf, ohne dass er selber viel Damage macht. Das juckt ihn aber nicht. Er ist ein Tank. Deswegen ist so ein Effekt, der kann, in gewissen Situationen kann er echt gut sein. Wenn du den Gegner einfach nur slowst und einfach daran hinderst, gut zu sein, das kann effektiv sein, aber muss es nicht. So, und als letztes haben wir hier die neuen Asshelden. Das sind ganze zwei Stück. Einmal einen Ass der Assassinen. Etwas sehr, sehr Interessantes, vor allem, weil, wie gesagt, die Fraktionen sind ein bisschen komisch geworden. Elementar und Assassine ist so eine Fraktion, das hat man vor dem großen Update irgendwie gefühlt nie zusammengebracht. Ich habe es auch nie gesehen, so wirklich. Bloß, ja, klingt ja echt interessant, macht die Assassinen auf jeden Fall effektiver. Und sein persönlicher Effekt ist auf jeden Fall so eine Art Bereich, in dem er Gegner slowt. Also es ist so eine Kuppel, ja. In dem Bereich slowt er alle Gegner und wird selber sogar noch schneller. Also was Angriffstempo und so weiter und Schaden und so weiter. Schaden war es, glaube ich, nicht, aber Angriffstempo und Lauftempo. Da erhöht er sich selber, aber alle Gegner, die in dieser Bubble sind, wäre langsamer, das klingt total gut. Also, ich konnte es noch nicht sehen, aber es klingt richtig, richtig gut. Bei Sven ist es so ein bisschen, ja, so ein bisschen merkwürdig, was er kann. Also, er ist halt der Ass der Ritter. Dadurch, dass er auch zu Menschen gehört, kann er sich mit Omni-Ritter irgendwie ganz gut verstehen und macht da den Bonus voll. Wie gesagt, wird ja erst geholt, wenn wirklich Ritter auch da sind. Ja, und ja, es Ritter, also er ist der Ass der Ritter, aber was macht er? Also, wenn er seine göttliche Stärke anwendet, das ist sein Effekt, ja, also er macht einfach mehr Damage, das ist total gut, aber alle Ritter verlieren ihren Ritter-Allianz-Bonus, so, aber er ist halt einfach der Boss der Ritter, so, aber erstmal sagt erstmal, nein, ihr bekommt jetzt keinen Bonus mehr, der ja besagt, dass sie viel tankiger werden, was ja auch die Ritter so effektiv macht. Stattdessen machen Ritter dann mehr Damage. Das kann, für gewisse Ritter kann das sehr hilfreich sein. Beispielsweise für den Chaos-Ritter, für Sven selbst halt, oder für Abaddon. Aber für den Rest? Merkwürdig. Aber gut, es ist halt ein netter Effekt und dadurch, dass er sich halt selber einen Buff gibt, dass er halt mehr Damage macht, kann das sogar vielleicht sogar echt gut sein. Vor allem, da es ja dauert, bis er seine Fähigkeit macht. Ja, das heißt, die Tanks tanken erst, also die Ritter tanken erstmal, was sie halt generell machen. Und ja, wenn er seinen Effekt durchsetzt, dann machen alle nur noch Damage. Ja, das kann hilfreich sein. Er selbst macht dann auch nochmal passiv Flächenschaden. Nice to have, ist cool. Aber wie gesagt, finde ich sehr interessant, dass er da ist. Macht auch, wie gesagt, die Menschenfraktion jetzt mittlerweile super wertvoll. Allein, wie man es schon sieht, Verbündete regenerieren Mana. Es gibt ein paar andere Fraktionen, die sich auch noch geändert haben. Aber alles in allem war es das erstmal zu den neuen Helden und den neuen Fraktionen. Ja, zu den Gegenständen muss ich sagen, ist mir auf den ersten Blick nicht so viel aufgefallen, ob da jetzt was neu gekommen ist oder nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass auf jeden Fall das Item, das Menschen zu herzlos werden, weggefallen ist. Dann hat man hier den feierlichen Gong des Mörders. Ja, das kommt man das wieder. Ja, wenn der ausgestattete Held tötet,
generiert er 20 Hype für den Underlord. Hype ist so ein bisschen die Währung, glaube ich. Es ist, glaube ich, die Währung, die er braucht, um seine nächste Fähigkeit freizuschalten. An sich nicht verkehrt, wenn man unbedingt die letzte Fähigkeit für seinen Underlord bekommen will. Es ist aber, wie gesagt, ein Item, wo andere Items auf der Stufe halt besser sind. Klingt trotzdem nicht verkehrt, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn du jemanden hast, der generell tötet, oder das relativ schnell tut, also so ein Assassin oder sowas, dann macht es deinen Underlord effektiver. Das kann in gewissen Situationen ganz echt hilfreich sein. Ja, beispielsweise die ganzen Items, die hier, also das Heil-Item, ja, diese Pappkamerad, die Barrikade, die sind immer noch geblieben. Leider. Aber cool, dass sie da sind. Und ja, jetzt haben wir hier noch den Schleier der Assassinen. Der ist auch neu, ausgestatteter Held, greift wann immer möglich den gegnerischen Underlord an, ne? Und reduziert den Hype. Ja, also so praktisch das Gegenstück dazu. Ja. Genau, hier ist soweit kein neues Item auf Stufe 4 und auf Stufe 5, soweit ich weiß, auch nicht. Ja, es kann sein, dass das Item und das Item neu sind, aber so die Stufe 5 Items sind immer so generell Items, die sieht man ja sowieso schon sehr, sehr selten. Deswegen schwierig, das genau zu sagen. So, jetzt noch zwei kurze Sachen. Wir sind schon über 20 Minuten. Ich dachte wirklich, es wird kürzer hier. Gut, macht ja nichts. Noch zwei kurze Sachen. Und zwar bei dem Spielmodus gibt es jetzt einen neuen Duo-Modus. Das heißt, man kann mit einem Freund irgendwie einen Duo-Modus spielen. Teilt sich irgendwie die Einheiten. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, da weiß ich noch nicht so viel drüber. Ich hätte es mir auch durchlesen können, klar. Aber für mich sowieso nicht so relevant und für euch zum Zuschauen jetzt auch nicht so relevant, weil ich ja nicht im Duo-Modus spiele. Wenn ihr einen Kumpel habt, mit dem ihr Dota Underlords spielen wollt, gibt es jetzt hier einen coolen neuen Modus für euch. Könnt ihr auch mal reinschauen. Cool, geil, neu. Ne, da, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, um die ganzen neuen Fraktionen, beziehungsweise um die neuen Helden, die ja so viele jetzt mittlerweile sind, um das ein bisschen zu regulieren, dass man auch wirklich eine Wahrscheinlichkeit hat, seine Aufstellung vollzukriegen, dass man eine Wahrscheinlichkeit hat, bestimmte Helden auch wirklich einzusetzen, gibt es hier so eine Art Gefängnis. Ja, das passiert hier, meine ich, entweder minütlich, stündlich oder wöchentlich, irgendwie sowas. In einem bestimmten Zeitraum werden hier einfach Helden ausgetauscht und man kann eigentlich nur hoffen, dass diese hier auch wirklich gebalanced rein und raus gehen, sodass keiner da wirklich irgendwie, ja, gehandicapt wird in dem, was er gerade aufstellen will. Und ich meine, hier wird dann nochmal geschrieben, warum, weshalb diese Helden rausgenommen werden. Natürlich kompletter Stuss, aber hey. Ne? So ist es halt. Das ist, finde ich, eine ganz gute Lösung, um vorzubeugen, dass man halt nicht zu viele Helden im Game hat. Deswegen finde ich nicht schlecht, finde ich eine gute Idee. Und ja, macht auf jeden Fall Sinn. Mal gucken, ob das hier irgendwie nochmal irgendwie, ja, auffällig unbalanced wird. Wage ich erstmal zu bezweifeln, aber kann ja sein. So, wie gesagt, das war es jetzt erstmal alles zu den neuen Änderungen und das Video ging jetzt echt viel länger, als ich dachte. War schon fast eine ganz normale Runde. Ey. Aber, wenn ihr jetzt das Gameplay sehen wollt, wo sich vor allem grafische Sachen geändert haben und sich so ein paar andere Sachen geändert haben, wo man ein bisschen zoomen kann, und so weiter, dann schaut auf jeden Fall auf einem Stream vorbei. Ja, entweder heute Abend, muss ich mal schauen, ob ich da Lust habe, oder halt am Wochenende da sowieso, wahrscheinlich dann nach den Worlds. Ja, ich werde das Ganze auch auf Twitter nochmal dann genauer schreiben. Kann auch natürlich sein, dass ich jetzt morgen, also Freitag, dass ich da nochmal streamen werde. Ja, guckt einfach auf Twitter vorbei, da werde ich das Ganze schon schreiben. Ansonsten, ja, nicht Abo, wie heißt es denn? Ein Follow da, ja, bei Twitch, dann werdet ihr benachrichtigt. Ja. Ansonsten, ja, natürlich immer gerne, ja, abonnieren, Glocke aktivieren, ist, denke ich, klar. Ja, deswegen, wir sehen uns dann in einem Stream hoffentlich, ja. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, viel Spaß bis dahin und ciao.